Genau, das ist eine Blattfleckenkrankheit. Ja. Das kommt auch oft durch den Winter. Das heißt auch durch Feuchtigkeit. Das ist eine Pflanze, die eigentlich viel Trockenheit mag Lösung? Lösung, die Blätter, die stark befallen sind, alle entfernen und dann mit einem Sud aus Knoblauch und Ackerschachtelhalm regelmäßig besprühen und dann kriegt man das ganz gut eigentlich in den Griff. Heißt Knoblauch und Ackerschachtelhalm einkochen? Genau, also das heißt, man nimmt eine große Knoblauchknolle und ungefähr 200 Gramm Ackerschachtelhalm, das kocht man zusammen aus, verdünnt es auf 3 Liter und dann wird sie eingesprüht.